Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu wie Surviving Mars. Eieiei, mein Gehirn lässt nach. Ja, wir haben in den letzten Folgen einiges an Progress gemacht. Haben hier unsere neue XXL-Produktion hier draußen stehen, die mittlerweile auch gut Wasser lagern kann. Wir haben nur ein bisschen Stromproblem, wie es scheint. Was ich nicht ganz verstehe, ist, dass wir halt hier zu wenig Strom angeblich haben. Was halt dazu führt, dass hier kein Wasser ist, ne? Das ist jetzt eine Situation, die nicht schön ist. Das haben wir echt zur Verfügung. Dann lasst nochmal schnell hier eine Stromleitung anbringen. Muss ich das jetzt ebnen, damit ich ein bisschen was da machen kann, oder was ist hier los? Machen wir hier unten noch ein paar kleine Solarkollektoren rein. So. Hier haben wir wieder Gas, dann sollten die hoffentlich auch gleich mal anfangen zu arbeiten. Warum haben die angeblich nicht genug Strom? 15 bräuchten die angeblich. Das Lager. Strombedarf ist 90, Stromerzeugung ist 43, gespeicherter Strom ist. Ich werde ein Team leiten, das die. Das machen wir doch gleich mal. So, wir haben gleich noch genug, um die Nacht auf jeden Fall durchzukommen. So. Die produziert immer noch nicht genug. Die produzieren. Wir haben 6 Stück stehen, Leute. Wir brauchen allein schon. So, dann sollte das hoffentlich dann reichen. Schauen wir mal. Russland bietet für 50. Bin ich dabei. Es wird ein Würfelkollektiv, finde ich immer lustig, dass es immer noch da ist. Angeblich haben wir jetzt eine Mission freigeschaltet. Hier. Erhöht Temperatur und die Atmosphäre. Das Ergebnis 3% mehr. 3 Ingenieure, 15 davon. 6 Roboter. Okay, holen wir doch mal eine Frachtrakete. Die so erstens die 15 lagern, außerdem
55 davon. Wie schaut es mit meinen Quartieren aus? Ich habe noch 15 freie Wohnplätze aktuell. So, wir haben natürlich aktuell eine zu geringere Wasserproduktion. Aber wir tun jetzt schon wieder anfangen, mehr zu produzieren. Der kleine Außenposten, der hier entstanden ist, Wahnsinn. Schon Wahnsinn. Das andere kleine Außenposten, der tonnenweise davon produziert. Dann bringen wir jetzt mal hier hin. So, jetzt sollte die Energieproduktion aber auch hoch genug sein, oder? 103. Ist schon mal eine Ansage. Und die Wasserproduktion ist dementsprechend auch passend. So, das sind jetzt die Ressourcen. Was ich nicht gerne noch hätte, wäre. Wo ist er denn? Wo ist es denn? Ist es unter Terraforming? Hier. Und dann auch dahin direkt mal eine Kabelverbindung lege. Weil dann können wir halt hier direkt auch wieder ein bisschen aufforsten, dann schaut es um den See auch bald schön aus. Bloß die Dinge haben ja gleich aktuell keine Ressourcen wirklich. Doch, das haben sie noch aktuell, aber geht halt sehr schleppend auch wiederum voran, ne? Schaut hier aus, als ist es fast gleichwertig. Hier sind wir höher. Euch die Bodenqualität an. Wahnsinn bei uns schon. Schön. So, jetzt kriegt ihr die Mission hier auf. Expedition aussenden. Immerhin sind es 3%. Dann sind wir bei 4,5. Schon. Hier sind noch ein Fliegen. Das ist der Wahnsinn. Akzeptieren wir. Ja, noch irgendwelche Forschungspunkte, die ich finden kann. Ach, da scheint es nicht so, ne? Wie schaut's mit unserer Forschung aus? Feuchtigkeitsgewinnung, neue Gebäude, Feuchtigkeitsreparaturen erzeugen, Wasser aus der Atmosphäre funktioniert während Staubstürmen nicht. Die Feuchtigkeitsreparaturen, Meteoritenverteidigungssystem. Das ist das Interplanetare Astronomie Wunder Omega Teleskop. Gewährt Zugriff auf weit bahnbrechende Techniken und verringert gemeinsame Forschungskosten. Groß angelegte Ausgrabung. Wunder der Ausgräber. Der ist halt schweineteuer, aber geil.
wandelt die Erde auf dem Mars direkt in Beton und benötigt daher keine Vorkommen. Mohol extrahiert ohne die Notwendigkeit eines Vorkommens Metalle, Edelmetalle und Gesteinsabfälle und beheizt gleichzeitig die Umgebung. Das ist natürlich eine geile Kombi. Carbonatprozessor. Verbessert die Atmosphäre des Mars durch das Verbrennen von Gesteinsabfällen. Das ist die Sache, die ich unbedingt haben würde, gerne. Atem haben wir pro Sol nur 600. Bedeutet, das dauert allein schon 30 Sol fast. Was haben wir denn für Wohnungen aktuell noch zur Verfügung? Ein intelligentes Haus. Das hält wie viel? Leute, das hätte ich vielleicht zuerst gucken sollen, ne? Hält ist für vier Wohnräume, Leute. Das hält 24. Forschungslabor. Stand verloren und hat Selbstmord begangen. Oh. Olympus Hotel. Wohnraum für Touristen und Kolonisten. Okay, das ist ein bisschen groß. Sollen wir mal das schnell von denen abreißen? Dann können wir die Wohnfläche ein bisschen erhöhen. Ich weiß nicht, ob ich gerade sowas bauen will. So ein intelligentes Haus sogar vielleicht. Oder ein Olympus Hotel. Also so low sind die jetzt auch nicht. Was haben wir da? Da haben wir eine Maschinenteilefabrik. Wie viel passen hier rein? 14. Das ist eine Wohnanlage. Ich muss jetzt gerade schauen, wie ich effizienter mit dem Platz umgehen anfange. Überfällige Mars-Touristen. Jetzt hätte ich wieder 26 Plätze frei. Bedeutet, wir tun doch gleich mal eine Passagierrakete. Und starten das ganze Ding hier. Akzeptieren wir. Unsere Produktion ist hier eh riesig. Yellowstone auf dem... Nachdem wir die unterirdische Salzwasser freigesetzt hatten, kehrte die Rakete zurück und wir gratulierten einander zu einem weiteren erfolgreichen Schritt zu einem Bewohner und den Effekt der Mars hat 3% gewonnen. Nice. Kommen jetzt zurück. Füllstand 100%. Colonists are departing. Wenn die da reinkommen. Transportproblem, Shuttle überlastet. Eins können wir noch bauen. Und dann schnell. Bauen wir eins. Sektor scanned. Transportmodus ein Ausschalten. Liegt fest, ob Shuttles von diesem Hub Ressourcen, Kolonisten oder beides transportieren. Alles transportieren, okay. Phoenix. Lande mal in den Wohngebieten. So. Du startest. New colonists have arrived.
Gleichzeitig rennen da so ein paar raus, die zurück wollen. Schauen wir, ob der eine abreisende Kolonist auch noch da kommt, ankommt. Verlassene Kolonisten. Jetzt 5 Stück, das sind wahrscheinlich die Kolonisten, die jetzt da abreisend sind. Russland bietet wieder ein schönes Angebot. Da bin ich doch dabei. Jetzt sage ich, will hier einen See machen. Magnetfeldgenerator. Offene Farm darf ich noch nicht machen. Seen. Riesiger See. Das wäre doch ein tolles Zeichen in der Nähe, wo. Wo wir Wasser schöpfen. Und auch wenn es nur großer See ist, aber einen großen See platzieren. Einfach hier so. Ein kleiner See. Der wird per Rohrverbindung angeschlossen. Und meine Maschinenteile sind fast like what? Geht's. Sektor scanned. Ich bräuchte Maschinenteile. Fabrik noch eine. A colonist has died. Im Gebäude 3, Gesamt 600. Gesamt 500, wie schaut's bei dir aus, 2200? Da sind auch immer alle voll besetzt, ne? Können wir noch eins reinsetzen. Dann setzen wir noch so 2 schöne Gebäude rein. Ein Apartmenthaus. Daneben kommt dann direkt eine neue Maschinenteilefabriken. Drohnenhub ist überlastet. Haben die noch welchen Auftrag? Verfügbare Drohnen. Drohnenfertigbauten in Auftrag gegeben, ne? Geben noch ein paar mehr in Auftrag. So. Wartet auf Handelsrakete. Das ist jetzt fertig. Hier kommen jetzt auch noch ein paar Sachen dazu und dann hat sie das erledigt. Ich finde es geil, dass einfach ein Pferd fährt, ein Pony. Jemand ist ein bestes Freund. Eine Ziege, jemand ist bester Freund. Schildkröten, Pinguine. Warum sind hier Pinguine unterwegs?
Und die neue Wohnung ist da. Und wir haben immer wieder Platz für weitere Leute. Passagierrakete. Ich würde diesmal gerne filtern. Spezialisierung. Ich hätte gerne Ingenieure und Wissenschaftler vor allem. Anwenden. Und dann starten. So. Wir wollen alle Schichten auch mal öffnen. KI-Upgrade gleich einbauen. Ah, die erste Mitarbeiterin hat sich schon auffinden lassen. Für diese Anlage. Schön. Ah, gleich die nächste Mitarbeiterin. Jetzt machen wir 1 pro Soll. Was natürlich perfekt ist, weil wir jetzt wieder ein Übermaß im Grunde produzieren. Jetzt brauchen wir noch die nächste Rakete. Dann können wir hier schon anfangen, wieder abzugraden. Wir machen mal hier oben bei denen noch einen Shuttle Hub hin. Ich glaube, das ist gar nicht so blöd, dass wir noch ein paar mehr Shuttle Hubs besitzen. Ich glaube, wir brauchen auch wieder Mechanik. Ne, brauchen wir gar keine Mechanikteile. Abreisen Touristen 5. So, genau neben der. Du siehst richtig, wie es in der Nacht runtergeht, weil wir da nicht komplett die Masse produzieren, die wir bräuchten. Zack, und wir haben den Vorteil, wir haben hier direkt eine Wohnung für euch. Oder zieht ein. Und wir haben eine Produktion, die auf vollem Last läuft. Der ist für Handel offen, bedeutet, der nimmt gleich was mit. Ah, wir haben wieder einen verloren in dem Fall. Kolonist scheint keiner in der Nähe zu sein, der sich dafür interessiert, die Rakete zu nehmen. Akzeptieren wir auch. Unser Nahrungsvorrat steigt und steigt, das ist natürlich perfekt. Also wenn ich mir das anschaue, dann ist das schon wunderschön. Ah, müsste repariert werden, was bräuchte dazu? Maschinenteile. Zum Glück habt ihr den Produzenten vor Ort, die müssen bloß anfangen, richtig gut zu produzieren. Wir haben auf Lager 75 haben wir aktuell noch auf Lager. Holy shit. Wie viel haben wir noch drin? 500. Nee. 83. Die Anlage geht auch bald flöten. Startet die Rakete hoch. Also jetzt reicht eigentlich dieses kleine Ding nicht mehr aus, ne, wenn man so sieht. Jetzt bräuchten wir eigentlich hier auch nochmal eine. Kleiner mit Lebensmittelladen. Wo ist denn der Lebensmittelladen? Weltraumbar. Lebensmittelgeschäft. Und
natürlich kriegen sie auch noch einen. Wenn so ein kleiner Garten ist, kommt noch ein kleiner Garten rein. Sicherheitsmodus wurde fertiggestellt. Das war, glaube ich, irgendwo woanders. Der Sicherheitsmodus. Wenn ein Kolonist einen Nervenzusammenbruch erleidet, schläft er ein und wacht nach 6 Stunden mit 70% wieder auf. Kolonisten können aufgrund von Nervenzusammenbrüchen nicht Selbstmord begehen oder Schwäche erhalten. Das ist genial. Mars-Diät. Alle Kolonisten verbrauchen 25 weniger Nahrung. Uff, das ist übelst gut. Das ist übelst gut. Anpasst die Vegetation, schaltet und Wische frei. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, dass wir das mal freischalten. Schwerkraft, eine neue Kuppel. Mega und Megatrigonie. Erreicht den Bau von Raketen auf dem Mars. Passagierraketen bieten Platz für 10 zusätzliche Raketen. Passagiere. Was ist das hier? Mikrofusion. Wunder, künstliche Sonne. Ja, wir sind aber auf dem besten Weg in die ganze Richtung. Wir müssen nur noch tief bohren können, dann hätte sich alles erledigt. Habe ich eine Forschung hinzugefügt? Ja, angepasste Vegetation. Obwohl, ich finde eigentlich, wer schlau war, das Moho-Projekt hier zu fügen. So. Wir schicken da eine volle Arbeitsschicht rein, weil was soll man sonst machen? Landet bitte kurz ein bisschen Nahrung. Wir brauchen Nahrung in diesem Gebiet. So, die Nahrung landet auch bald. Und bei dem hier tun wir noch die volle Produktion starten lassen. 3 Stück plus. Also wir haben sie. 6 Shuttles sind sie. Man kann nicht wissen, wie viele Shuttles sie mittlerweile haben. Also es fliegt auf jeden Fall viel rum. Was haben wir noch für Missionen sonst? Ah, was ist das hier? Lass Eisasteroiden auf die Marsoberfläche zerstellen, um Wasservorkommen auf dem Planeten. Ah, das wäre auf jeden Fall was wir machen können. Wenn wir genug Maschinenteile wieder haben. Aber das sollte sich ja hoffentlich in Zukunft dann wieder ausgehen. Bei uns wird langsam auch hier immer grüner und grüner. Temperatur ist schon gut auf dem Weg. Das Wasser steigt auch. Zwar nicht so viel aktuell noch, aber wie schaut es denn hier oben aus? Das Projekt wurde nicht angegangen, weil wir natürlich nicht genug Teile haben. Haha. Shit. Wir bräuchten halt das Upgrade unbedingt noch. Das wäre so eine Sache. 14 Wohnplätze hätten wir noch frei. Passagierrakete. Da müssen wir die ganzen. Senior braucht keiner. Tourist braucht auch aktuell keiner. Dann tun wir welche mit keiner Spezialisierung raus. Und schon haben wir nur noch 12. Starten. Das ist natürlich perfekt. So können wir arbeiten. Müssen wir auf jeden Fall schauen. Das Wasser halten wir jetzt gespeichert 17 Zoll. Das ist mega gut und wir sind noch nicht mal an der kompletten Kapazität dran. Das ist super. Aktuell sind hier aber auch nicht mehr so viel drin, wie ich es gerne hätte. Das KI-System ist zwar eingebaut, aber nicht so viele Leute drin, wie ich es bräuchte. Hier haben wir mittlerweile auch nicht so viele. Hier wohnen aber dafür. Also sind noch Senioren da drin, oder? Botaniker steht hier. Meteor. Oh nee, kein Meteorsturm. Nehme ich auch an. Meine Produktion ist ja massiv. Was
die bauen aktuell gerade alle Reparatursachen und warten nur noch auf die Reparatur. Bedeutet, jetzt gerade ist unsere Ausbeute nicht so brillant. Das wäre dann der nächste große Coup, das Gebiet hier zu verwenden. So, wie schaut es hier oben aus? Hier oben hätten wir auch noch Edelmetalle. Aber da brauchen wir natürlich wieder Leute für, dass sie da hingehen. Wenn sie geflogen werden, sie kommen. So, da sind jetzt noch ein paar Passagiere drin. Landen wir die Rakete mal hier. Nehmen den Atomreaktor. Ah, da brauchen wir dann noch ein bisschen Ressourcen, damit sie wieder repariert werden kann. So, neue Kolonisten. Und da suchen doch ein paar sicher einen Job hier in der Maschinenteilefabrik. Einer kommt hier. Ich glaube, die brauchen nur bis ein bisschen kommen, oder? Kann das sein? Stoppen. Ja, den Export lassen wir gestoppt. Wir wollen ja selber für die Produktion hier schon massig. Edelmetallteil verbraucht 2, okay, das ist. Aber wir produzieren auch nur 2. Wir müssen irgendwie dann später vielleicht den Weg ändern. Damit wir da hinkommen. 3-1 mittlerweile. Oh, schön. Das nächste Maschinenteil angekommen. Bringt die Maschine wieder zum Laufen. Das ist natürlich gut, super. Was nicht passieren darf, ist diese Leitung zu treffen. Das wäre absoluter Super-GAU. Der Maschinenteilverwartung ist halt extrem groß aktuell. Aber es steigt auch im Sekundentakt. Das ist natürlich das andere Gute wieder. Sind Leute drin? Okay, die brauchen da vorne eine Rakete rein, theoretisch. Und dann ab nach Hause. Hier aus. Metall in Verwartung 16. Metallproduktion, Metall aus Oberfläche. Und schlecht. Die produzieren brav. Mittlerweile schaut es so aus, als ob die, dass die Mission auch besser wird. So, ich, immer noch freie Wohnplätze 11? Wie geht das? Hier arbeitet keiner. Kunstladen. Die Mini-Fabrik hier, die macht er auch ordentlich. Weißt du was, wenn das hier keiner nutzt, dann reißen wir die Wohnungen hier auch mal ab. Oh Gott. Oh ne, die haben alles extrahiert, okay.
Wir müssen in die Kuppel reinschauen. Dann brauchen die hier vorne auch nochmal ein Apartmentgebäude, ein weiteres. So. Das ist hoffentlich, denke ich, instant die ganzen Teile drin. Das geht zack, 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 zack. Wir holen uns gleich mal eine neue Frachtrakete. Passagierfrachtrakete. Ich würde mal meinen Filter gerne anpassen. Spezialisierung. Botaniker, Evolution und ihr seid auf jeden Fall mal großgewählt. Altersgruppe. Jugendliche und Erwachsene werden vorgezogen. Dann kann ich die Touristen rausschmeißen. Botaniker. Mediziner. Botaniker, keine Spezialisierung, starten. Trotzdem starten, es existiert gleich wieder eine Wohnung. Die müssen nur drauf warten. Ich weiß gar nicht, wo die paar Wohnplätze noch frei sein sollen, angeblich. Genau, ja. Dekorationen. Allgemein, wie schaut's denn da aus? Gesamtbevölkerung 284 und 4 problematische. Temperatur wird passen. Kuppeln haben wir 6 Stück. Stromerzeuger 86. Produktion 17. 400 Gebäude, über 400 Gebäude insgesamt. Das ist schon 9000 Gesteinsabfälle. Saatgut haben wir wieder keins? Dann brauche ich ja gleich noch eine Rakete. Passt eh. Der hat noch nicht mal wirklich grün machen können. Es passt. Die nutzen lieber das hier unten für die Reparatur, weil wir ja tonnenweise haben. Aber können wir die Teile wieder abreißen? Die sind jetzt ja unnötig. So, wie versteht, tun wir immer noch so gut produzieren. Ist natürlich superb. So, was bist du? Du hast die 22 Passagiere mit. Habe ich hier nicht irgendwie so ein bisschen Platz, damit ich den hier landen kann? Na, schade. Ja, dann hier vorne. So, jetzt kommen hier noch ein paar Leute an. Alle haben instant keine Hausprobleme mehr. Zwei abreisende Kolonisten. No, 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 no. Meteor incoming. Zum Glück sind wir gut auf Polymer, aber sie treffen halt mitten bei uns.
Noch nicht genug Treibstoff, okay. Colonists are departing. Wenn mir interessiert, wo er einschlägt, damit man sich darauf konzentrieren kann im Notfall, dass man da... Oh Gott, der schlägt. Also ich habe wenigstens ein kompetentes Team, das sich darum kümmern kann, ne? Das ist jetzt ja nicht... Hier ist so die Sache. Kraft gesetzt. So ein Ding im Flug treffen, das wäre es noch am Ende. Und jetzt? Wo? Oh ja, okay. Ah, okay, das ist... Nee. Schon wieder ein Bruch. Hatten der unter Kontrolle schon ein paar. Wenn wir dir nochmal 3 dazugeben, dann hast du 20 unter Kontrolle, dann sollte das hier gut passen. Wir hatten immerhin hier quasi 3 Kuppeln ein bisschen unter Kontrolle, ne? Und große Produktion. Da sollte das schon erlaubt sein. Haben wir schon wieder alle durchgescannt? Cool. Wirklich Neues haben wir nicht gefunden, leider. Aber was war zu erwarten? Der wird jetzt hier langsam schauen, dass er die Bepflanzung voranbetreibt. Und weiter die Flächen antreibt. Aktuell Vorschlag 2,6%. 0,5. Immer noch nicht genug. Dann gehen wir an, dass diese Expedition auszusenden wäre. Bereitet die Rakete dann bitte mal vor. Jetzt haben wir 16 Sols hier durch. Das ist natürlich perfekt. Aber Leute, huch, ich habe die Zeit übersehen. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.